Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. So, ich bin mit dem Bus nach Rehbach gefahren, habe mich hier an der Tankstelle rausschmeißen lassen und warte eigentlich auf meinem Rechtsbeistand den Svenner. Weiß auch nicht, was er macht. Ich glaube, ich will mir noch so einen Tankstellenfasan hier holen irgendwie. Kannst du, ey, Udo, machst du mir eine Bockwurst? Mit beidem Ketchup. Oh, scheiße, Udo. Lass gut sein, ich muss... Warte, Udo, warte kurz. Svenner? Ja? Grüß dich. Kann ich im Auto essen? Macht das was, wenn ich ein bisschen krümel? Wir stellen uns hier hin, essen schnell unsere Bocki, dann kannst du mir nebenbei nochmal erzählen, okay, was da alles vorgefallen ist. Udo, zwei Bockwürste. Ketchup, Senf? Senf, bitte. Mit einem mit Senf, einem mit beiden und zwei schön knackigen Brötchen, ne? So. So, pass auf. Also, was ist denn jetzt erstmal die Anklage? Also, dir wird vorgeworfen, gefährlicher Eingriff Straßenverkehr. Ei. Dann illegales Straßenrennen. Aber gehören dazu nicht zwei? Normalerweise schon. Ich weiß ja nicht, was sie da noch mit reinrechnen. Also ist da der Herr Lonzinger mit mir ein illegales Straßenrennen gefahren? Ist der auch angeklagt? Also, wahrscheinlich. Also keine Ahnung. Ne? Also ich weiß nicht, wie er es dreht. Ne? Du weißt ja, da kann das ja alles... Oh, zwei Minuten, Sven. Beweisen. Habe ich ja gerade gelesen. Nicht viel. Da müssen wir jetzt schnell her, ne? Ja, komm, dann lass schon mal einsteigen hier. Komm, ja. War nicht krümeln hier im... Nee. Willst du fahren? Nee, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob das gut kommt, wenn ich da so vorfahre. okay, pass auf. Also ich habe keinen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gemacht. Ich habe ja niemand gefährdet. Ja. So, und dann bin ich ganz normal mit dem Traktor gefahren. Das heißt, ich habe auch keine Geschwindigkeitsüberschreitung oder sonstiges gemacht. Ich habe mit niemand ein Straßenrennen gefahren. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich wollte eine Abkürzung nehmen vom Landhandel zum Händler über einen, naja, ich sag mal, es war jetzt kein Feldweg, es war ein Grünstreifen zwischen zwei Feldern. Aber ja, das ist ja mit einem Traktor jetzt, glaube ich, auch nicht allzu verboten. Ja, das Problem ist halt, du weißt doch, wie das immer ist, so grün und dann Umweltschutz, dann hast du da wieder, keine Ahnung, bist du durch irgendein Bienennest durchgefahren, weißt du, die können ja alles daraus strikt hin. Ja, das stimmt. Gut, also ich streite alles ab. Du streitest, du sagst, du bist ganz normal gefahren und hinter dir kam ein wahnsinniger Polizist mit mindestens 120 km/h und Blaulichten. Deswegen bist du ausgewichen und bist auf den Grünstreifen gefahren, um ihn nicht zu gefährden. Sehr gut, sehr gut. Als er dann dich aber verfolgt hat, wusstest du nicht weiter und du hattest Angst. Ja, ich hatte Angst. Weil Lonzinger statt bekannt ist als Brutalo. Ja. Einer, der ja auch immer schnell die Handschellen dran macht, genau, und immer zu fest die Handschellen. Ich war sogar schon mal an einem Heizkörper gefesselt. Naja, das müssen wir alles erzählen. Ja, ne? Und ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Der hat früher, hat der Lonzinger mit seinem, weißt du noch, den Prakti kennst du nicht wahrscheinlich. Es gab früher einen Prakti, der war mit dem Herrn Lonzinger hier immer unterwegs. Und der Herr Lonzinger hat mit dem Prakti... Ja, achso, kannst du mal kurz Tor aufmachen? Ich muss ihn reinstellen wegen Lack, weißt du? Der hat, der hat schon mal Schwarzgeld von mir genommen, um sozusagen Sachen fallen zu lassen. Hat der Geld von mir haben, hat gesagt, ja, gib hier dem Prakti so und so viel Kohle und dann ist das erledigt. Keine also Quittung, nix. Korruption im Staatsapparat, na super. Das wird ja immer besser. Ja, also das Wichtige ist, es ist egal, wir müssen den Richter überzeugen. Der ist heute es unser gibt einen Richter? Point of Interest. Nee, bei der Gerichtsverhandlung. Ach scheiße, ich dachte, das ist eher so, man sitzt sich gegenüber und verhandelt da was. Nee, also da hätte ich... Hi, Kalle, grüß dich. Ja, ich muss schnell rein. Kalle, grüß dich, mein Bester. Ja, hallo. Oh, bist du schnell rein, da wird irgendeiner verknackt. Ja. Sorry, ganz eilig, ich muss mich vorbereiten. Oh, bis gleich. Gut, also das ist das Wichtige. Wir müssen den Richter von uns überzeugen. Ne? Und Mützen ab im Gerichtssaal. Ja, okay, alles klar. Habe ich eine Mütze auf? Nee, auch ich. Achso, ja, sehr gut. Gut, alles klar. Hallo. Servus. Hallo. Mein Level-Up-Code ist Tino. Einfach Ausrufezeichen Level-Up LVL UP.
So, na, ich bin ja mal gespannt. Da steht das auch nochmal alles drin. Ich bin ja mal sehr gespannt. Ach, super. Wenn du es selber merkst. Ich hab keine Zeit, ich muss umziehen. Hallo Leute! Ja. Sven, ist das... Moin. Warte, ich steck noch auf der Treppe. Jetzt! Ja. Ach, ist, das eine, ist das eine öffentliche Verhandlung? Ja. Bist du verhaftet? Ja. Bist du verhaftet? Oh, Scheiße. Nee, nee. Okay, das hätte ich vorhin mit abrechnen wollen. Das sind wir alle da jetzt das, hier. Wir hätten was, das über den Vergleich lösen können, aber da hast du mich zu spät informiert. Ich hatte ja gar keine Reste. Ich hatte jetzt 20 Minuten, mich vorzubereiten. Ich habe ja auch meinen Online-Kurs erst vor 2 Tagen gemacht, aber na gut. Was? Komm Sven! Aus Wien, los. Na gut, junge Anwalt, du bist da zielstrebig. Ja, genau. Wo muss ich denn hin? Was hast du gemacht, hat man hier sein müssen? Gar nichts, zu Unrecht bin ich angeklagt, zu Unrecht. Sagen die Kriminellen immer, Ruhe da vorne. Du müsstest hier stehen. Ruhe, aus Wien, denk am Richter, denk am Richter. Wo ist der Richter? Ja, Ruhe. So, also, ich bin beauftragt worden als Herr Schirmer, wie heißt das nochmal? Richter auf Ehren. Ja, richtig. Ja, genau. Also, ich bin der Richter auf Ehren heute hier. Und die Staatsanwaltschaft wird vertreten durch den Herrn Schirmeier. Herzlich willkommen. Gut. Ich hoffe, ich mache das alles richtig. Auf der Klägerseite, die Kanzlei, ist der Herr Sven Schröder, habe ich das richtig? Na, andersrum. Wir sind auf der Verteidigerseite. Ich, die Staatsanwaltschaft, diese Kläger. Oh, Entschuldigung. Ja, also auf der Klägerseite ist der Herr Schirmeier natürlich. Und auf der angeklagten Seite ist die Kanzlei von Herrn Sven Schröder. Das richtig. Also, ich bin am Arsch. Das ist fast richtig. Auf der angeklagten Seite ist der Herr Rosenberg vertreten. Ja, da kommen wir jetzt so. Also der Angeklagte ist der Herr Oswin Rosenberg. Ist das korrekt? Der Name korrekt? Sven? Oswin, das ist dein Part. Ja. Ist das Kalle? Oswin. Korrekt. Mein Name ist Rosenberg Oswin. Rosenberg genau. Oswin ist so richtig. So, das Geburtsdatum ist hier nicht eingetragen. Da müsste ich bitte einmal nachfragen. Das ist der 14. August ja. 1992. 1992, genau. Das gleiche mal gleich nochmal beim Personalausweis ab. Dann wohnhaft im Kreis Fichtal. Mhm. Hauptstraße 5. Ja? Oh, ja, gut. So, dann eröffne ich hiermit das Verfahren. Der Vorwurf ist gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, illegale Straßenrennen und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Da würde ich einmal den Herrn Staatsanwalt bitten, mit dem Eröffnungsplädoyer fortzufahren. Ja, vielen Dank, euer Ehren. Ich bin hierher geschickt worden für die Verhandlung gegen den Herrn Oswin Rosenberg. Wir haben hier detaillierte Aussagen und ein wirklich schlimmer Tatbestand, muss man einfach so sagen. Es handelt sich um einen Tag, an dem der Herr Rosenberg auf der beklagten Seite quasi unter polizeiliche Beobachtung gestellt worden ist. An diesem Tag fuhr die Polizei Oberrat Lonzinger dem Herrn Rosenberg hinterher. Ja? Dies war dann so, dass er im Landhandel dort anzutreffen war und wurde dort von dem Herrn Lonzinger beobachtet. Als der Herr Rosenberg wegfuhr, hat der Herr Lonzinger eben aufgrund dieser polizeilichen Beobachtung den Herrn Rosenberg verfolgt. Dann ereignete sich die Tat. Der Herr Rosenberg fuhr aufgrund der Tatsache, wie er das wohl mitteilen wollte, dass er flüchten wollte, beziehungsweise Einspruch! Sich der das steht Sven, Ihnen nicht Einspruch! Zu im Eröffnungs. Das Wien, steht Ihnen ruhig. Nicht zu. Oh, ja. Achso, wir sind im Plädoyer. Sonst ist es Strafe. Können wir nicht Einspruch machen? Jetzt Entschuldigung. Herr Schirmer, bitte fahren Sie fort. Hab zu viel Better Call Saul geguckt. Danke. Also, er wollte sich dann der polizeilichen Beobachtung entziehen und hat dann hinter der Halle in Rehbach in unmittelbarer Nähe vom Landhandel hinter der Halle gewendet und wollte über ein Feld
quasi der polizeilichen Beobachtung sich entziehen. Boah. Das Problem... Euer Ehren, ich kann es so nicht weitermachen. Also das ist hier... Höre, Herr Schröder, bringen Sie Ihren Mandanten ganz zur Raison. Ganz ruhig. Ich bin aufgebracht, Sven. Ich bin aufgebracht. Ja, das ist sein Eröffnungsplädoyer. Wir müssen ihn ausreden lassen. Dann muss er uns auch ausreden lassen. Herr Rosenberg, wir können die Verhandlung auch ohne Sie führen. Nein, Entschuldigung, das kommt nicht mehr vor, Herr Klein. Das will ich hoffen. So, fahren wir fort, bitte. Gut. Der Polizeiobergrad Lutzinger stellt sich dann auf der anderen gegenüberliegenden Seite der Halle in den Weg. Dies wurde dann vom beklagten Rosenberg gesehen, woraufhin dieser wendete und auf der Straße, oder zurück auf die Straße und dort weiterfuhr. Als er bemerkte, dass Polizeioberrat Lonzinger weiterhin hinter ihm fuhr, ist er mitten auf ein Feld abgebogen durch eine Baumreihe. Als er durch diese Baumreihe durchgefahren ist, hat er eine Straße überquert, eine Hauptstraße, und hier ohne Rücksicht auf Verluste und ohne zu gucken oder sonst irgendwelche Sachen, die quasi der Verkehrssicherheit beitragen, über diese Straße gekreuzt und ist weiterhin auf einem Feldweg gefahren. Polizeioberrat Lonzinger hat ihn zu diesem Zeitpunkt mit Sondersignalen verfolgt und wollte diese Person zum Stehen bringen. Herr Rosenberg widersetzte sich der Anhaltung und fuhr dann in einer Kurve, da er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen einen Baum. Der Polizeioberrat Lonzinger hat dann das Fahrzeug hinten zugestellt und hat den Beklagten in Handschellen gelegt und mit zur Dienststelle verbracht. Er wurde ordnungsgemäß belehrt. Was ist denn so lustig, euer Ehren, wirklich? Also das kann es nicht sein. Furchtbar, Herr Schröder. Nein, es ist Erkältungszeit, da ist man halt mit zu husten. Also ich bitte um Verzeihung. Darf ich ein Bonbon lutschen, dann wäre das ja besser mit dem Husten. Geht das, Herr Richter? Aber leise, bitte. Ja, okay. Sven, da ist auch noch ein Bonbon. Danke. Gut, ich fahre mal fort. Er wurde ordnungsgemäß belehrt und dann zur Befragung mit auf die Dienststelle genommen. Dort gab er widersprüchliche Aussagen und hat auch ein Essen, was der Polizeioberrat Lonzinger zubereiten wollte, abgelehnt. Aufgrund dessen werfen wir von der Staatsanwaltschaft dem Herrn Beklagten Oswin Rosenberg einmal den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgrund der Kreuzung dieser Straße. Zweitens wirft Polizeioberrat Lonzinger dem Herrn Rosenberg vor, dass er sich ein Rennen liefern wollte mit dem Streifenwagen. Daher sind wir hier im Tatbestand eines illegalen Straßenrennens. Des Weiteren hat er sich der Anhaltung widersetzt, somit Widerstand gegenüber Vollstreckungsbeamten geleistet. Aufgrund dessen fordert die Staatsanwaltschaft den vollständigen Entzug der Fahrerlaubnis sowie einer Führerscheinsperre von 5 Jahren. Im Anschluss kann er dann eine Fahrerlaubnis erneut erwerben, sowie eine Haftstrafe. Das Busfahrt, warum mir eigentlich das weggenommen würde, der Führerschein, die wird gar nicht mehr erwähnt. Weil ich den Bus gefahren bin, dafür wurde mir eigentlich der Führerschein weggenommen. Dann nach Protokoll, Herr Schröder. Ja, äußern. Nein, also wenn, dann mache ich erstmal ein Eröffnungsplädoyer und danach werde er an Zeugenstand gerufen. Achso. Paragraph 34 Strafprozessordnung. Ja, das stand hier nicht. Entschuldigung. Ach, gar kein Problem. Ja, Herr Schröder, danke, dann fahren wir. Sehr geehrte Richterschaft, sehr geehrte Anwaltschaft, liebe Bürger von Rehbach. In diesem politischen Schauprozess wird mein Mandant Oswin Rosenberg zur Schau gestellt. Ihn werden willkürliche Aussagen von einem aggressiven, alternden Polizisten zur Last gelegt. Es gibt keinerlei Zeugen. Bitte streichen Sie das alternd aus dem Protokoll, Fräulein Greifelmeier. Doch, bitte fahren Sie fort. Ja. Von einem aggressiven Polizisten zur Last gelegt. Zum Tatvorwurf, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Wie von der Staatsanwaltschaft gerade eben geschildert, ist mit der Oswin mit einem Traktor auf ein Feld gefahren. Ich wüsste jetzt nicht, dass die Straßenverkehrsordnung auf einem privaten Feld im Besitz des Landhandels zielt. Zum Weiteren zum Vorwurf, illegale Straßenrennen. Da tue ich mich schwer, Herr Richter, weil zu einem Straßenrennen gehören immer zwei. Das ist leider nicht korrekt, soweit ich weiß.
Darf ich da kurz einhaken? Ja, bitte. Zur Aufklärung der rechtlichen Seite. Ich möchte Ihnen nur zur rechtlichen... Wenn sprechen darf, wir haben Sie gerade eben auch aussprechen lassen. Ich möchte Sie ja nur darauf hinweisen... Der Staatsanwalt darf hier gar nicht unterbrechen. Wir sind in unserem Plädoyer. Ich versuche hier gerade rechtlichen Beistand zu leisten. Ein Straßenrennen kann auch durch eine Person gestartet werden. Vielen Dank. Einspruch, Lüge. Ja, bitte fahren Sie fort, Herr Schröder. Das ist nicht gefallen, Sven. Jedenfalls ist dieser haltlose Vorwurf des illegalen Straßenrennens. Ich würde ihn umdrehen. Mein Mandant wurde verfolgt, gestalkt von einem Polizisten, in der Nonzinger. Jawohl, so sieht's aus. Wurde bedrängt. Er fühlte sich bedroht in einer Gefahrenlage. Mhm. Er ist geflohen. Und es war kein Straßenrennen. Ich würde gerne den Oswin dazu in den Zeugenstand rufen und ihn dazu befragen und seine Sicht der Dinge an den besagten Tag anhören. Muss ich jetzt vor? Ja, da muss ich erst den Zeugenstand rufen. Achso, okay. So, dann würde ich aber erstmal den Herrn Staatsanwalt fragen, ob er Zeugen aufrufen möchte. Ja, das machen wir, aber natürlich muss der Beschuldigte zuerst vernommen werden. Der Beklagte hier. Durch mich? Durch Sie und durch mich quasi. Ja, dann ruf mal den nochmal in den Zeugenstand. Herr Oswin, Herr Rosenberg, bitte einmal hier in den Zeugenstand. Jo, Kalle, was geht? So, ich würde mal sagen, was haben Sie denn da zu sagen, Herr Rosenberg? Ja, also ich möchte mich natürlich erstmal den Worten meines Anwalts anschließen. Was das betrifft, ist es ich finde es absurd, dass die Staatsanwaltschaft behauptet, dass ich mit einem Traktor, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit einem Traktor ein illegales Straßenrennen gefahren bin. Also, Herr Richter, der Traktor hat, glaube ich, eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h gehabt. Ich weiß nicht, ob man mit 40 km/h außerorts, wo 100 ja zugelassen sind an der Stelle zumindest. Einspruch, wir haben ein Protokoll, dass das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hat. Mag sein, dann korrigiere ich das gerne. Dann können Sie dem gerne stattgeben, aber dann sind es 50. Also Lügen mag ich gar nicht, ne? Nein, es tut mir leid. Ich möchte auch eine Sache dazu sagen. Es handelt sich hierbei nicht um mein Fahrzeug. Es war ein Kundenfahrzeug, was ich am Landhandel abgeholt habe. War ein Service. Moment. Auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Beklagte in dieser Form seines Berufes Landmaschinentechniker ist und sich somit auskennen sollte. Ja, Einspruch, Lüge. Das stimmt nicht, ich bin kein Landmaschinentechniker, das ist so falsch. Nee. Ich helfe lediglich im Verkauf und bin Lohnunternehmer. Für Landmaschinentechnik, für die Maschine also habe ich einen Angestellten. Machen Sie keine Wartung. Doch, aber dafür habe ich einen Angestellten. Das ist richtig. Ich habe eine Außenstelle, ein Fahrzeughandel als Außenstelle und dort bieten wir Verkauf, aber Ankauf und Wartung an. Sie verkaufen Fahrzeuge? Ja, das ist korrekt. Dann sollten Sie sich doch mit dem Typ Klaas auskennen. Ja, aber die sind vielleicht, wenn Sie sich besser auskennen würden, nicht alle auf 50 km/h. Da gibt es ein paar Modelle, die fahren auch nur 40 km/h. Da gibt es sogar ein paar Modelle, die fahren nur 20 km/h oder 30, je nachdem. Kommt immer ein bisschen drauf an. Aber es mag sein, dass der 50 km/h... Herr Richter, sind wir hier auf der Agritechnica und stellen ja Traktoren vor oder wollen wir die Sache halt klären? Ja, danke. Nee, aber das ist ein relevanter Zusammenhang, das würde ich schon gerne hören. Gut, also ich bin auf jeden Fall mit einem Traktor, der... Ich sage jetzt mal 50 km/h schnell fährt, allerdings der Tempomat auf 40 km/h eingestellt war, in einer 100er-Zone, ganz normal auf der Straße gefahren, habe kein Straßenrennen gemacht oder sonstiges, also selbst wenn man keine zweite Person dazu braucht, mit wem soll ich, also wie soll ich denn mit einem Traktor ein Straßenrennen machen, finde ich völlig haltlos. Ich habe dann von hinten kommend ein Blaulicht gesehen. Wann haben Sie denn das Fahrzeug von Herrn Lonzinger gesehen? Man muss ja dazu sagen, dass ja der Landhandel in einem sehr dichten Wald, also schon bewaldeten Gebiet liegt. Beantworten Sie einfach nur die Frage, wann haben Sie gesehen? Ja, ich möchte es aber trotzdem gerne noch ein bisschen ausführen. Nämlich, den Landhandel erreicht man ja auch größtenteils nur über Feldweg.
Und keine Ausgebaute. Das ist nicht richtig, euer Ehren. Das ist eine geteerte Straße. Ja, aber es ist keine ausgebaute Straße, wo zwei Fahrzeuge nebeneinander problemlos fahren können. Aber jetzt mal Butter bei den Fischen. Haben Sie ein Polizeifahrzeug im Rückspiegel gesehen oder nicht? Ja, das wollte ich gerade erzählen. Ja, und zwar bin vom Landhandel weggefahren, bin diese kleine, geteerte, wegen mir Straße vorgefahren zur Hauptstraße, bin auf die Hauptstraße abgebogen und habe dann im Rückspiegel ein Blaulichtfahrzeug gesehen, was mit extrem hoher Geschwindigkeit ankam, keine Ahnung wie schnell, und bin dann sozusagen auf Seite, vor Schreck, auf Seite ausgebrochen, bin da auf die Wiese gefahren und habe dann aber feststellen müssen, dass dieses Polizeifahrzeug eben mir hinterhergefahren ist, und habe auch erkannt, dass das Herr Lonzinger war. Und da ich mit dem Herrn Lonzinger, das muss ich jetzt so ehrlich sagen, ich habe tatsächlich ein paar schlechte Erfahrungen mit Herrn Lonzinger gemacht. Mich hat ein bisschen die... Was war das jetzt, Herr Richter? Weiß ich nicht, ich habe nichts gehört. Also wahrscheinlich ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Genau, dass ich schlechte Erfahrungen mit dem Herrn Lonzinger gemacht habe und in Panik geraten bin. Oh, Entschuldigung. Was soll denn das? Entschuldigung, ich bin der vorher... Der frisst schon wieder hinten aus der Küche, das gibt's ja gar nicht. Entschuldigung, der hat so viel gequatscht, ich bin eingeschlafen, da habe ich hier die Flaschen vom Tresen gehauen. Es tut mir leid, Entschuldigung. Ist das im Sinne einer gerichtlichen, dass der Zeuge hier beleidigt wird von einem Herrn Pech da im beleidigt. Zuschauer? Es wäre so langweilig, dass er einschläft. Was ist das denn bitte? Ich möchte da doch mal kurz recht platt eingreifen. Eine Beleidigung ist immer eine ehrverletzte Tatsachenbehauptung. Die Aussage, dass das langweilig ist, stellt hier eine Meinungsäußerung dar. Ja, dann nicht sollen wir doch aber gehen, relevant. Anstatt. Aber ja, dann sollen wir doch gehen und nicht die Verhandlung stören. Das ist nicht möglich. Ich habe doch zur Ruhe aufgerufen. So. Soll ich weiter ausführen? Herr Schirmeier, können wir weiter fortfahren? Ja, natürlich, ja. Also okay, was ich nur sagen wollte, ich bin dann ein bisschen in Panik geraten, weil ich mit dem Herrn Lonzinger schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht habe, bin dann auf der Wiese weitergefahren, oder sage ich mal, es war ein Wiesenstück zwischen zwei Feldern. Herr Rosenberg, Sie sollen nur die Frage beantworten, ab wann Sie das Blaulichtfahrzeug hinter sich entdeckt haben. Als ich wieder auf der Hauptstraße war. Sind Sie nach dem Schweinestall? Ich habe eine Ortsbegehung durchgeführt. Schweinestall? Dort ist ein Schweinestall an dieser Straße. Die Straße führt dann leicht nach links. Kann man einmal links abbiegen, einmal rechts? Wo sind Sie abgebogen? Links oder rechts? Sie meinen an dem Schweinestall vorbei und dann vorne, wenn es auf die Hauptstraße geht, ob ich links oder rechts gefahren bin? Genau. Rechts. Sie sind rechts abgebogen. Das ist so korrekt. Haben Sie während des Abbiegevorgangs das Polizeifahrzeug schon gesehen? Da noch nicht. Da haben Sie das noch nicht gesehen. Wann haben Sie es gesehen? Detaillieren Sie bitte Ihre Aussage. Also ich bin dann auf dieser Hauptstraße rechts abgebogen, bin noch ein Stück gefahren. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie weit das jetzt war. Das ist ja alles auch schon ein Stückchen her. Und habe dann aber im Rückspiegel Blaulicht und Martinshorn gehört. Ich möchte zu Protokoll geben, dass von der Abbiegung bis zum Ende der Halle, wo der Beklagte einmal gewendet hat, sind das circa 100 bis 150 Meter. Bei Tempo 40. Richtig. 50. Ja. 40 war der Tempomat eingestellt. Gut, Sie haben ja angegeben, Sie wären vor Schreck ausgewichen. So korrekt. Wollen Sie dann sagen, dass das Polizeifahrzeug hinter Ihnen oder vor Ihnen aufgetaucht ist? Das Polizeifahrzeug ist hinter mir aufgetaucht. Und dann sind Sie vor Schreck einmal um die Halle rumgefahren? Nein, das ist falsch. Ich bin nicht um die Halle rumgefahren. Wir haben hier ein Protokoll, dass Sie tatsächlich am Ende der Halle bei der Hauptstraße links gefahren sind und sind dann an der linken Ecke vom Landhandel aus gesehen, wollten Sie quasi hinter der Halle wieder auf die Hauptstraße Richtung Abbiegung, von der Sie gekommen sind, fahren, und das Polizeifahrzeug hat Ihnen den Weg abgesperrt. Nein, das ist so falsch. Das ist hier im Protokoll vorhanden. Also folgendes, es gibt eine Halle. Die ist direkt, wenn man dort auf die Hauptstraße fährt. Gegenüber ist eine Halle. So. Und ich bin auf die Hauptstraße gefahren und ich konnte ja, also da ist auch alles voll mit Bäumen. Das ist wirklich dicht bewaldet.
Ich konnte das vorher überhaupt nicht sehen oder wahrnehmen und außerdem auch bin ich da gerade abgebogen. Auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, euer Ehren, dass dies eine Allee darstellt mit maximal auf der Länge der Halle 4 Bäumen. Danke. Nein, davor! Nicht auf der Hauptstraße, sondern davor. Von dieser kleinen Zufahrtsstraße zum Landhandel. An das ist richtig, Schweinestall das vorbei. Ja, das ist alles Wald. Da stimme ich Ihnen zu, ja. So, und dann bin ich da abgebogen und dann bin ich vor Schreck. Dann habe ich das auf der Hauptstraße das Polizeifahrzeug hinter mir gesehen, was mit hoher Geschwindigkeit kam und bin vor Schreck ausgewichen. Weil Blaulicht, Martinshorn, macht man ja so. Traktor ist breit, würde Platz machen, dass er da vorbeibrettern kann. Und dann habe ich aber gesehen, dass er nicht vorbeifährt, sondern zu mir will und mich verfolgt. Und da habe ich einfach wieder Angst bekommen, weil ich gesehen habe, dass Herr Lonzinger ist. Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Herrn Lonzinger gemacht. Kann ich Ihnen gerne ein, zwei Sachen zu sagen. Und bin dann weitergefahren und bin dann abgebogen auf einen Wiesenstreifen zwischen zwei Felder. Der Lonzinger ist hinterhergebreddert und ist mir, als ich mit dem Traktor sozusagen um die Ecke gefahren bin, bin ich stehen geblieben. Und da ist der Herr Lonzinger mir fast noch mit Vollspeed, weil er wie ein Bekloppter da rumgekarrt ist, wie Colin McRae bei der Rallye 99, ist er mir fast noch in den Glas reingebrettert, volle Bude. Das Fahrverhalten von Herrn Lonzinger steht heute nicht zur Debatte. Entschuldigung, ich dachte, das spielt ja auch eine Rolle. Nein. Okay. Ja, aber so war es am Ende. Das Fahrverhalten von Herrn Lonzinger war der auslösende Punkt für die ganze Geschichte. Euer Ehren, ich habe tatsächlich auch eine Aussage vom Herrn Lonzinger vorliegen. Ich würde sie aber gerne nach meinem ersten Zeugen vorlesen. Darf ich bitte eine kurze Sache anfügen? Und zwar, ich möchte einfach mal anfügen, dass der Herr Lonzinger, das ist nämlich die Vorgeschichte, auch beim Landhandel, dieser Mann stalkt mich. Der ist beim Landhandel stand der. Einspruch, euer Ehren, es handelte sich um eine polizeiliche Beobachtung, das sehen Sie in Ihrem Protokoll, sollte der Beklagtenseite auch vorliegen, dass es hier ein polizeiliches Überwachungs-, also einmal aber eine warum? Verfügung, sowie einmal ein Überwachungsprotokoll vorliegen gibt. Warum werde deswegen ich denn ganz überwacht? Ruhig, ganz ruhig aus Wien, den knöpfen wir uns nach. Ja, ich färbe dir gleich die Haare von blond auf braun. So. Euer Ehren, ich möchte darauf hinweisen, dass ich hier gerade bedroht worden bin. Ach so, eine Haarfärbung ist eine Bedrohung. Ich sehe das als Bedrohung an, ja. Das möchte ich sehen, dass es eine schriftliche Verfügung darüber gibt, dass ich überwacht werden sollte von Herrn Lonzinger. Ja, der liegt im Gericht vor. Ja, ist klar. Habe ich hier Unterlagen. Und mit welcher Begründung soll ich überwacht werden? Warum? Dass in der Vergangenheit des Öfteren straffällig auffällig geworden sind. Nonsens! Und Sie an diesem Tag, lassen Sie mich bitte aussprechen. Soll ich Ihnen mal was sagen über den Herrn Lonzinger? Ich sag Ihnen mal was über den Herrn Lonzinger. Nee, jetzt klopfe ich hier mal auf durch. Ich sag Ihnen mal was über den Herrn Lonzinger. Jetzt rede ich. Sie jetzt sage ich ihm mal. Nee, der Lonzinger, der nimmt Schmiergelder. Schmiergelder nimmt der. Der hat mich schon ein paar Mal abgezogen. Wir sorgen hier gleich für eine Pause. Drecksau. So. Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass der beklagte Rosenberg am Tag, also am selben Tag, mit einem Bus der Heinz Verkehrsgesellschaften ohne Erlaubnis und ohne zu oder sagen wir mal den Einspruch, nötigen Lizenzen. Das ist sehr relevant. Der Beklagte hatte gerade gefragt, warum er überwacht worden ist. Ja, so wie du aussiehst, willst du gerne mal Bus bauen vielleicht, ey. Auch hier bitte ich nochmal um ein Ordnungsgeld. Entschuldigung, ich hab Tourette. Wegen Beleidigung. Ich hab Tourette. Sven sagt ihn, ich hab Tourette. Ja, mein Mandant hat Tourette. Diesen Nachweis möchte ich gerne bitte haben. Hätte ich auch gern schriftlich. Ja, das finden Sie bei Ihrem Protokoll, wo die ganzen Zeugen drinnen stehen. Von Herrn Lonzinger. So. Können wir bitte weitermachen mit der Vernehmung des Angeklagten? Nee, ich möchte erstmal meinen ersten Zeugen aufrufen. Hey, ich bin ja noch gar nicht entlassen vom Gericht. Ja, ich würde jetzt nochmal sonst den Herrn Schröder fragen, ob Sie den. Darf ich meinen Anwalt denn nicht auch fragen? Der hat auch ein Fragerecht, mein Anwalt. Ja, ist doch mal zu, verdammter Hacke. So, Kalle. Herr Schröder, haben Sie noch Fragen auf, Kalle? Ihren Mandanten, die Sie erklären möchten? Ja, habe ich. Gut, dann legen Sie los. Oswin, du hast ja gerade angegeben, dass du panische Angst vor den Herrn Lonzinger hast. Ja. Kannst du mir bitte kurz und knapp beschreiben, was in der Vergangenheit mit Herrn Lonzinger vorgefallen ist, damit wir einmal alle hier in den Raum eine Vorstellung kriegen, wie du dich gefühlt hast? Also der Herr Lonzinger hat mich mehrmals schon in Rehbach, als ich hier noch in Rehbach wohnhaftig war, hat er mich mehrmals angehalten. Der war damals mit einem
Praktikanten unterwegs und Prakti hieß der immer nur. Und der hat sozusagen mich angehalten, hat mir was vorgeworfen. Ich war halt relativ neu in Rehbach und hat dann diesen Prakti, hat sich immer kurz mit dem unterhalten auf Ecke und kam dann zu mir und hat, der Prakti hat dann zu mir gesagt, ja, ich soll bitte so und so viel Geld bezahlen an den Herrn Lonzinger jetzt, also an ihn, er übernimmt das Geld und dann wäre die Sache erledigt. Und da habe ich gesagt, ja, kriege ich da auch eine Quittung oder sonstiges dazu? Habe ich niemals erhalten. Ich musste halt immer das Bar aushändigen und dann ist der halt weggefahren. Und das Problem ist halt, er hat das halt mehrmals gemacht und hat mir auch immer damit gedroht, er ist das Gesetz, er kann ja sozusagen in den Raum stellen, was er möchte. Ich fall dann eh hinten runter. Also eine ganz klassische Verkehrskontrolle. Okay. Ich möchte hier auch nochmal kurz anmerken, wenn ich darf, werter Kollege. Wir haben hier, wenn Sie gucken, euer Ehren, in Ihren Unterlagen ein Dokument, wo Herr Lonzinger anstatt aussagt, dass er davon ausgeht, dass der Herr Rosenberg ein persönliches Problem mit ihm hat. Zudem wurde dieser Praktikant aufgrund der Tatsache, dass dieser tatsächlich Schmiergeld angenommen hat, aus dem Polizeidienst entlassen. Ach, der hat gebüßt für den Lonzinger? Ist ja unfassbar. Da können Sie mal sehen, was Herr Lonzinger für eine Macht hat. Der hat, und ganz kurz, ich möchte nur noch ausführen, der Herr Lonzinger hat mir auch mehrmals gedroht. Und ja, deswegen habe ich vielleicht ein Problem mit dem Herrn Lonzinger, weil er mich eben auch des Öfteren bedroht und falsch beschuldigt hat. Und das ist eine Tatsache. Haben Sie da Beweise dafür? Naja, wo soll ich die haben? Der hat mich immer alleine abgefangen. Meinen Sie, das denke ich mir aus? Das ist eine Befragung. So, ich habe Sie machen lassen, jetzt lassen Sie mich bitte machen. Herr Schröder, okay? Dann machen Sie mal weiter. So. Oswin, würdest du sagen, dass der Herr Lonzinger der Grund ist, warum du Abstand gesucht hast zu Rehbach und dich jetzt mehr an Fischtal aufhältst, dort deine neue Firma eröffnet hast? Absolut. Und Einspruch, euer Ehren, Herr Lonzinger ist auch zuständig für den Gemeindebereich Fischtal. Ja, das wundert mich jetzt auch. Ja, aber der Abstand zu seiner Base ist einfach größer. Auch hier Einspruch, es gibt auch eine Polizeidienststelle in Fichtal. Mein Gott. Ja, aber es ist nachweislich, dass Herr Lonzinger mehr polizeilich in Rehbach, glaube ich, unterwegs ist wie in Fichtal. Jedenfalls habe ich den Fichtal noch nicht so oft gesehen. Hier kann ich gerne ein Dienstprotokoll nachreichen, euer Ehren. Ja, das hätte ich gern. Mann, ey. Hat er auch alles... Ihr saß gestern Abend noch der Kleibe zusammen, oder? Ja, wie heißt der hier? Wie heißt der Staatsanwalt? Schirmeier. Sie saßen doch mit dir. Ist das Ihr Kumpel, der Lonzinger? Seien Sie mal ehrlich. Ich kenne den Herrn Lonzinger tatsächlich überhaupt nicht. Ach, nee. Komisch. So, Herr Schröder, haben Sie noch weitere Fragen? Nein, ich habe an den Zeugen Rosenberg keine weiteren Fragen. Beklagten bitte, ja. Genau. Ja, so. Einspruch, Klugscheißer mag niemand. Dann kommen aber in diesem Sinne würde ich ganz kurz trotzdem mal einhaken, Herr Richter, wenn Sie es mir erlauben. Kurz. Wir würden nämlich ein kleines Päuschen machen und würden dann in der nächsten Folge sehen, wie diese Verhandlung ausgeht. Meine Lieben, schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein. Lasst gerne das Däumchen da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wie das Ganze hier ausgehen könnte. Schaut gerne bei Fisi vorbei. Was? Schuldig. Kaffeekuchen gibt es. Hashtag schuldig in die Kommentare. Der eine ist nur am Scheiße labern und die andere nur ist Kaffeekuchen. Hashtag schuldig. Das Wichtigste. Hashtag schuldig in die Kommentare. Hashtag schuldig oder Hashtag unschuldig in die Kommentare. Und in diesem, bringen Sie den Zeugen in die Zelle. Oder Hashtag Pech raus. Könnt ihr auch machen. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Fisi vorbei. Wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.